von Pakistan aus kommend nach Delhi, über Agra und Jaipur nach Bombay, über Pune nach Goa, dann die Küste entlang runter bis Cape Comorin, Südspitze Indiens, hoch nach Madras. Amritsar, Indien, auf dem Weg zum Goldenen Tempel, der als die höchste aller Kultstätten der Sikhs angesehen wird. Im innersten Heiligtum des Goldenen Tempels ist die heilige Schrift der Sikhs niedergelegt. Wehmütiger Abschied vom Goldenen Tempel. Jetzt geht's Richtung Delhi. India's Gate in New Delhi. Englische Vergangenheit. Im Parlaments- und Regierungsviertel der Hauptstadt Indiens. Sinnliche Stunden im Bereich des Lakshmi Mariam Tempels. Indira Gandhi Gedenkstätte. Der Attentatsplatz wird zwar stark bewacht, aber natürlich mal wieder zu spät. Spaziergang zum Lotus-Tempel. Grabmal von Mahatma Gandhi. Grabstätte von Indira Gandhi. Alt Delhi, das rote Fort 1648 fertiggestellt. Im Innern des Fort. Die Moschee Jama Masjid, die größte Indiens. Aber hier tobt die Armut, das hab selbst ich noch nicht gesehen. Das ist die Kehrseite der Medaille. Wenn man aus dieser fantastischen Moschee herausschaut, bitterste Armut, Alt Delhi. Über den Häusern der Stadt Agra. Stundenlanges Warten auf den Zugang zum Tadj Mahal. Endlich das Tadj Mahal. Ein prächtiges, monumentales Mausoleum. Wird auch als das schönste Bauwerk der Welt bezeichnet. Ja, ich bin also nach rund 100 Tagen hier mit dem Motorrad von Deutschland aus bis Indien gefahren und freue mich, dieses traumhafte Bauwerk hier Tadj Mahal zu sehen. Und ich habe auch jemanden gefunden, der so freundlich war, die Aufnahme, die ich unbedingt brauche, von mir zu machen. Okay, thank you very much. Durchquerung des Wüstenstaates Rajasthan. Bei großer Hitze geht's über Jaipur nach Udaipur. Seen, Paläste, Tempel, Grabmäler. Richtig typisch. Was laufen passiert? Am Tag sehe ich von diesen Unfällen jede Menge. 103. Tag, Bombay, Railway Station. Riesenstadt, 9 Millionen Einwohner. Tja, wie gern würde ich ins Wasser gehen? Ich
bin aber doch ein bisschen skeptisch, was meine Sachen anbetrifft. Und die Sauberkeit, wenn man genau hinguckt, ist auch nicht so das Wahre. Kurze Entspannung in einem kleinen Hindu-Tempel im Stadtzentrum. Ausgiebige Spaziergänge in der Metropole der Gegensätze. In den Slums die Großwäscherei. Auf geht's Richtung Goa. Extrem schlechte Nebenstrecken auf meinem Weg nach Goa. Ich muss mich sputen, da meine Freundin per Flieger einjettet. Noch eine kleine Flussüberquerung, gleich bin ich in Goa. Am Paradise Beach im Süden Goas. Meine Freundin ist eingetroffen. Ein Luxushotel. Krasser könnte der Gegensatz in diesem armen Land nicht sein. Auf dem Wege nach Kolwa Beach. Ein paar Früchte am Strand, kann nicht verkehrt sein. Für die Höhe. Strandverkäufer. Kolwa Beach, Weihnachten 95. Meine Freundin scheint alles kaufen zu wollen. Auf zur Stammkneipe Splash. Hier wird unter anderem Easy Rider Musik gespielt. Beach Market, wo die Hippie-Zeit offenbar stehen geblieben ist. Jetzt geht's ins innere Goas. Der Shintadora-Tempel, der Sri Ramna-Tempel und der Sri Mangesh-Tempel. Auf dem Rückweg nach Kolwa, Reisterrassen zuhauf. So, ich war jetzt also 3 Wochen hier in diesem Silver Sands Hotel. Jetzt geht's weiter in den Süden Indiens, bis zur Südspitze.